Dieses Schiffsmodell ist eine Annäherung an den Schiffstyp C10, den die Humboldtswerke Deutsche Werft AG in Kiel entwickelte. 1988 kamen die ersten C10-Frachter in Fahrt. Mit einer Länge von 275 Metern und einer Breite von knapp 40 Metern waren sie damals die größten Containerschiffe der Welt. Diese Abmessungen zeigen schon, dass ein Modell im Maßstab 1 zu 100 nicht in Frage kam. Wo hätte es auch in der Wohnung abgestellt werden sollen? Darum entstand in meiner Privathauswerft ein Schiff, das dem C10-Typ ähnlich sieht. Meine Rosa ist 2 Meter lang und 30 cm breit. Ich habe mich für einen entspannten Rumpf entschieden, der ziemlich robust hergestellt werden kann. Das Material für die Spanten besteht aus 5 mm Pappelholz. Die Spanten sind auf einer 20 mm Spanplatte verleimt. Eine Motorisierung und Fernsteuerung ist nicht vorgesehen, könnte aber nachträglich eingebaut werden. Die Spanten werden mit feinem Fliegengitter überzogen. Zwischen den Spanten verhindern eingeleimte Kartonstreifen das Eindringen der Spachtelmasse. Gut, dass ein genügend großer Kellerraum zur Verfügung steht. Zehn Lukendeckel später. Der große Stubentisch ist für die weitere Präsentation ideal.
die Decksaufbauten und Blick in die Brücke. Fahrstand und Kartentisch. Die Computer sind schon allgegenwärtig. Funkraum. Peildeck und Radarmast. Rückendeck, Bordkran und Aufbaurückseite. Die Rosa kann zusammengebaut werden. Elektrokabel erleichtern das Herumtragen. Was ist das jetzt? Ein Massengut oder ein Containerfrachter? Meine Rosa ist in Monrovia registriert. Ein Containerschiff braucht Container als Ladung. Diese hier bestehen aus 25 x 25 mm Holzleisten von 1 Meter Länge. 93 Holzleisten wurden in 12 cm lange Stücke, das entspricht den 40 Fuß Containern, gesägt. Das ergibt 744 Stück. Als Decksladung reicht das. Einige können auch noch unter Deck gestapelt werden. Ob sie jemals beschriftet werden, ist nicht sicher. Klebelogos sind teuer und außerdem bestehen urheberrechtliche Vorschriften.
DC-10-Frachter verfügen über 4.350 TEU-Kapazität. Angetrieben werden sie von einem Sulzer 12-Zylinder-Motor mit 57.000 PS, der das Schiff mit Maximum 24 Knoten vorwärts bringt. Insgesamt wurden 5 solche Schiffe gebaut. Containerschiff Rosa, voll abgeladen. Gewicht vom Schiff 14,5 kg, Gewicht der Ladung 27,5 kg, macht zusammen 42 kg. Mit dem Bordkran werden noch letzte Ersatzteile an Bord geholt. Dann heißt es Anker auf.